Bonjour, c'est la saison des moules, Muschelzeit. Ich habe gefunden, Muschel, Miesmuschel, Buschomuschel. Das sind Spezialsorten von Muscheln. Die sind wesentlich kleiner, die sind nur für eine bestimmte Zeit und kommen aus der Bretagne. Die werde ich aufmachen und dann waschen. Dafür brauchen wir dann Zwiebel, Thymian, Lorblätter, Rosmarin, ein bisschen Möhren, ein ganz bisschen Knoblauch, so ein Drittel. Ein bisschen Fenchel und Sellerie. Pfeffer, Nelken und Weißwein. So, Sie nehmen einen großen Topf. Die Muschel habe ich dreimal gewaschen, bis das Wasser klar ist. Nicht zu lange im Süßwasser lassen. Ein Topf, ein bisschen Öl, nicht zu viel wieder. Zwiebeln. Einfach grob schneiden. Sellerie. Möhren. Die ein bisschen kleiner schneiden. So. Knoblauch können Sie so lassen. Nelken, Lorblätter, alles kommt jetzt rein in den Topf. Die Muscheln kommen jetzt rein. Die Buschomuschel ist wirklich sehr klein, aber dafür hat sie ein super gelbes Fleisch. Die ist geschützt. Darf nicht jedes Muschel Buschomuschel heißen. Die sind auch teurer als die normale Muschel. Schub Weißwein rein. Deckel und warten. 2-3 Minuten sind schon um. Muscheln gehen ganz langsam schon auf, müssen wir aufpassen. Nicht mehr so lange warten. Ich schätze noch 2-3 Minuten. Es kommt immer von der Menge, wie viele Muscheln Sie drin in dem Kessel haben. Immer aufpassen. Aber Muscheln kommt sehr schnell. So müssen die aussehen. Wenn wir die länger lassen, die werden noch schrummeliger. Super. So, unsere Buschomuscheln sind fertig. Einfach in den Teller. Ein bisschen Jus. Man kann, wenn man will, dazu ein bisschen Crème fraîche tun, ein Stück Brot und schon hat man eine schöne Vorspeise. Also bei uns in Frankreich mindestens als Vorspeise. Ein Bon Appetit wünsche ich euch.